Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt das Motor-Starter-Skript an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Mantrit, gibt es bei Skript logischerweise nur für PC und Mac. Findet ihr nirgendwo, einfach aktivieren und einmal mit ins starten, dann habt ihr es im Safe-Game drin. So, was macht dieses Motor-Starter-Skript? Naja, im Endeffekt das, was der Name sagt. Er startet euren Motor. Der Modder hat einen relativ ausführlichen Text bezüglich geschrieben. Ich lese den mal vor. Ein einfacher Mod, also sprich ein Skript, mit dem Sie den Motor Ihres Fahrzeugs automatisch starten können, wenn Sie versuchen loszufahren. Die Funktion automatischer Motorstart des LS19 ist ärgerlich, da sie das Licht ausschaltet, das Entladen stoppt und den Motor stoppt, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Ja, ist ja klar. Es ist auch unerwünscht, dass Ihre Motoren beim Durchsuchen, also sprich beim Tappen von Fahrzeugen starten. Aus diesem Grund deaktivieren die meisten Spieler diese Funktion. Natürlich denken sie manchmal, dass der Motor gestartet ist, wenn dies nicht der Fall ist, insbesondere wenn der Ton ausgeschaltet ist und das Spiel hilfreich euch auffordert, den Motor zu starten, wenn sie versuchen loszufahren. Dieser Mod ist tatsächlich hilfreich, indem er den Motor für sie startet. Hinweis, um die Funktion automatischer Motorstart muss in den Spieleinstellungen deaktiviert werden, damit dieser Mod einen Unterschied macht. Okay. Heißt also im Umkehrschluss, ich sitze jetzt hier einfach in einem Fan drin, der Motor ist aus und wenn ich jetzt einfach die Taste W drücke, kommt halt der Begriff Motor startet und der Motor wird in dem Sinne halt mit gestartet. Soweit, so klar. Ne? Wenn ich aussteige, bleibt Licht an, logischerweise, weil das Ding an ist, ne? Die Lichter bleiben so oder so an, soweit so klassisch der Fall. Aber er macht im Endeffekt genau das, was ich hier gerade mache. Motor ist aus, ihr drückt W, es kommt nicht die Meldung, bitte Motor starten, sondern der Motor startet einfach automatisch. Ob die hier beschriebene Fall wirklich für viele so ärgerlich ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist so ein Problem, was ich vorher jetzt nicht gesehen habe oder jetzt auch nicht als Problem ansehen würde. Allerdings, dadurch, dass es wirklich ein kleines Skript ist, 15 Kilobyte groß, ist es vielleicht nochmal für die Faulsten der Faulen, ja, durchaus eine Möglichkeit zu sagen, oh ja, ich drücke einfach W, ne, das Ding wird automatisch für mich gestartet, ne, und ich muss nicht mehr die Enter-Taste drücken. Ist vielleicht was. Ist halt wirklich ein sehr arger Komfort-Mod, der muss man wirklich sagen. Aber hey, why not? Vielleicht hat der ein oder andere schon immer danach gesucht. Jetzt hat er's. Bitteschön. Log ist sauber. Könnt ihr euch also auch, was das angeht, bedenkenlos downloaden. Geht Singleplayer, Dedicated Server und Hosted Multiplayer ohne Probleme. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim LS-Spielen und bis zum nächsten Video. Tschüssi, Kowski!